Königin Eleonore herrscht nun über das neue katholische Königreich von Afrika und auch sie ist eine de Châtillon. Sie hatte natürlich keine besonders enge Beziehung zu dem König und ich sage hatte, denn durch diesen Kreuzzug hat sich das eventuell ja auch ein bisschen geändert. Ich meine, der König war ja maßgeblich daran beteiligt, dass sie jetzt hier eine Königin geworden ist. Die Sache ist aber folgende. Sie ist ja mit einem Nicht-de-Châtillon verheiratet, ist gerade schwanger und dieses Kind wird dann nicht mehr zu unserer Dynastie gehören. Das ist aber für unseren König gar nicht weiter schlimm. Für ihn ist sowieso eigentlich nur wichtig, dass Nordafrika katholisch ist. Dennoch ist natürlich interessant, ob sich die Königin hier in Nordafrika halten kann. Denn die Bevölkerung ist natürlich nicht automatisch katholisch. Es gibt außerdem natürlich große Unterschiede in den Kulturen beider Völker hier so ein bisschen. Von daher werden wir das aufmerksam beobachten. Wir springen mal zurück ins Spiel. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir mit ihr zumindest ein wenig korrespondieren. Um uns ein bisschen mit ihr auszutauschen. Ja, jetzt hier voraussichtlich die Erfolgschance liegt bei nur 28%, aber das ist jetzt nicht wirklich unser Ziel, das hier nochmal positiv zu beeinflussen. Ich finde, es passt aber storymäßig ganz gut. Der König selber ist ja aktuell noch erkrankt. Wir hoffen, dass unser neuer Arzt uns bei Zeiten heilen wird, denn wir hatten ja noch etwas vor. Wir wollten auf eine Pilgerreise gehen und da brechen wir jetzt natürlich nicht auf, wenn wir krank sind. Wir schauen hier oben nochmal, ob es irgendwas Neues gibt. Wir können hier ein neues Bündnis aushandeln mit der Herzogin Anne von Berry. Da würde ich jetzt aber mal tatsächlich kein Bündnis aushandeln. Ich weiß jetzt auch nicht wieso. Ich glaube, aufgrund familiärer Verhältnisse ist das halt möglich. Aber bei unseren Söhnen haben wir das gemacht. Aber jetzt hier mit unserer Nichte einfach so. Ich glaube, das müssen wir gar nicht unbedingt machen. Von daher werden wir das hier einfach mal deaktivieren. Ja, und jetzt heißt es geduldig warten, bis wir wieder gesund werden. Denn ich denke auch nicht, dass wir jetzt ein großes Fest veranstalten werden, während wir krank sind. Von daher lassen wir jetzt einfach mal die Zeit weiterlaufen. Es dürften noch ein paar Meldungen hier eintrudeln bezüglich der Gefangenen, die wir ja, was wir vorher mal alle schon geregelt haben, zum Glück. So, dann müsste unser Kerker eigentlich wieder langsam leer werden. Ja, nur noch zwei Gefangene haben wir. Und jetzt ist es tatsächlich schon soweit. Unser neuer Arzt hat wohl Großartiges geleistet. Wir haben die Eigenschaft krank verloren. Als ich heute Morgen erwachte und die Sonnenstrahlen sah, die durch mein Fenster hereinfielen, wurde mir erst nach einem kurzen Augenblick bewusst, dass ich das erste Mal seit Wochen ruhig geschlafen hatte. Ich war nicht einmal hustend aufgewacht. Ja, ich glaube, das dürften jetzt sogar eventuell schon ein paar Monate gewesen sein. Und man sieht es ihm mittlerweile an. Er ist auch so ein bisschen gealtert. Die Kreuzzüge hier sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Und jetzt werden wir einfach mal hier sagen, ja, ich bin froh, wieder wohlauf zu sein und unsere Pilgerreise planen. Aber es gibt hier immer noch ein Komplott bei Hofe, ja. Und unser Sohn ist jetzt natürlich hier als neuer Ratsspitzel dafür verantwortlich, das alles aufzuklären. Und zwar geht es um unseren Höfling Mathieu, wird uns berichtet. Und der soll wohl ermordet werden. Ja, wir müssen den Übeltäter finden. Andererseits, hier wiederum, das ist halt jetzt auch nicht so wichtig. Wir wollen da natürlich nicht, dass jemand da irgendwie sein Unwesen treibt am Hof, aber er ist jetzt keine wichtige Persönlichkeit, sagen wir mal so. Wobei, der Mann der Stallmeisterin, naja gut. So, jetzt haben sich hier noch weitere Fraktionen aufgelöst. Das ist auch interessant. Und zwar einmal hier die Freiheitsfraktion und dann noch die Fraktion, die Anne von Berry auf den französischen Thron bringen möchte. So, das war doch hier unsere Nichte gewesen, oder nicht? War die das mit der wir hier am Anfang ein Bündnis hätten aushandeln können? So, jetzt gibt es hier tatsächlich nur noch eine Fraktion, diese muwaladitischen Populisten. Und da muss ich jetzt sagen, hier steht jetzt 9 Monate, wir werden deswegen nicht unsere Pilgerreise verschieben, weil wir gesehen haben, dass das eigentlich schon die ganze Zeit droht, die aber niemals hier wirklich so viel Militärstärke zusammenbekommen, um uns wirklich hier ein Ultimatum stellen zu können.
Und so sieht das der König jetzt auch. Und jetzt möchte er diese Pilgerreise hier unternehmen. Und idealerweise natürlich durch die befreiten Gebiete. Jetzt haben wir natürlich eventuell eine gewisse Auswahl. Der Jakobsweg wäre natürlich interessant. Gibt es hier eigentlich eine Pilgerreise durch Nordafrika? Gibt es hier irgendwie vielleicht sogar Heiligtümer? Die gibt es nicht, ne? Christliche Heiligtümer. Hier heilige Städte von Santiago. Ja, logischerweise hier im Süden nicht. Ich dachte, vielleicht gibt es da doch irgendwas in der Art. Aber dem ist nicht so. Gut, dann schauen wir hier mal und werden jetzt einmal sagen, oh, wir könnten vorher noch ein Festmahl halten, bevor wir abreisen und diesen Sieg hier noch feiern. Das finde ich ganz gut. Also erst einmal das Festmahl, wobei das hier gar nicht möglich ist. Erst wieder 97, na gut, das hätte ganz, ganz nett gepasst. Wir hätten aber auf eine Jagd gehen können. Ist ja auch immer so ein bisschen feierlich, die ganze Geschichte. Ja, dann machen wir das so und werden uns dann auf diese Pilgerreise begeben. Dann werden wir einmal die Hörner hier erklingen lassen. Auch das ist ja eigentlich immer mit einem Festschmaus verbunden. Und er lag jetzt sicherlich auch lang in seinem Bett. Hat sich ausgeruht. Und jetzt ist es schön, wieder in der Natur aktiv zu sein. Wilderer hier in den Wäldern des Grafen. Sie kauen eng beieinander, als ich mit meinen Wachen zu ihnen reite und verbergen damit kaum das tote Tier hinter ihnen. Hirsche sind dem Adel vorbehalten. Das waren wir nicht, euer Gnaden. Ihre Klingen und Bögen strafen sie lügen. Also ich glaube nicht, dass er es mag, hier angelogen zu werden. Sie werden hängen und ihre Dörfer werden für den Schaden aufkommen. Hier könnten wir Wilderer bestrafen. Das gibt natürlich mehr Steuern. Aber Volksmeinung lässt hier ganz schön nach in Alencon. Ihr scheint mir allesamt hervorragende Schützen zu sein. Wir könnten sie ausbilden lassen. Ah, dieser Charakter wurde von den Wilderern in der Jagd ausgebildet. Wir würden Kampfgeschick dazu bekommen. Also wir hatten ja eigentlich vor, uns im Kampfgeschick auch zu verbessern, weil wir uns eigentlich ja nochmal gern mit unserem Ratsmarschall und Rivalen messen würden. Wir haben ja das letzte Duell verloren, aber hier von Wilderern uns unterrichten lassen? Ich weiß ja nicht. Oder die Beute gehört mir, genau wie die Strafzahlung im Gegenzug für ihre Leben. Es könnte einen öffentlichen Aufschrei geben. Dann muss man Prestige einsetzen und Empörung über die Wilderer, Volksmeinung. Oder wir erhalten Gold und Prestige. Ja, es ist halt dem Adel hier vorbehalten, muss man sagen. Und er hat auch wenig Achtung vor anderen. Das bedeutet eigentlich für mich hier, dass er die Wilderer bestraft. Auch wenn das hier eine niedrige Volksmeinung zur Folge hat. Aber das ist ihm einfach hier egal, ja. Da ist er eigenwillig. Machen wir jetzt einfach mal so. Er wollte einfach hier in Ruhe jagen. Und dann kommen die hier dazwischen. Machen wir das einfach mal. Jetzt kommt es hier hoffentlich nicht zu irgendeinem Aufstand oder so. Na gut. Jetzt gibt es hier ein neues religiöses Oberhaupt. Die bisher führerlosen ascharitischen Priester haben Nasraddin zu ihrem neuen Kalifen gemacht. Okay, das war hier natürlich die Religion, gegen die wir hier vorgegangen sind in Nordafrika. Mardin, oh, das ist hier aber auch ein mächtiges Reich. Fast 32.000 Mann befehligen die hier. Er selbst ist auch ein sehr guter Krieger, unheimlich gebildet. Lüstern, gesellig, ehrgeizig auch noch dazu. Eieiei, okay, wir haben das natürlich hier wahrgenommen, auch wenn das hier fern abseits im Osten ist, aber so weit entfernt von den katholischen Königreichen ist das hier dann natürlich nicht mehr, ja. Okay, wir nehmen das hier einfach mal zur Kenntnis. Und die Jagd nähert sich ihrem Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während die Diener unsere große Beute und anderweitig erlegtes Wild für die Rückreise vorbereiten. Es ist für gewöhnlich ein Abenteuer, dem Ruf der Wildnis zu folgen. Und dieser Ausflug hat sowohl Gutes als auch Schlechtes im Überfluss geboten. Ja, lassen wir dieses Abenteuer fürs Erste hinter uns. Wir werden aber nochmal hier pausieren. Denn jetzt folgt die Pilgerreise, das ist ganz klar. Was aber noch entscheidend hier ist, ist, dass wir dieses Gebiet noch erobern. Das machen wir dann aber nach der Pilgerreise. Ich denke, hier werden wir auch wieder
den Krieg erklären können, denke ich einmal. Da herrscht ja eventuell noch ein Waffenstillstand. Wir schauen mal. Ihr habt einen Waffenstillstand. Wie lange ist denn dieser noch? Der ist jetzt hier nicht angezeigt, so wie es aussieht. Wir gucken mal. Diplomatie. Hier müsste das irgendwo stehen. Waffenstillstand mit Malik Abu al-Qasim. Ja, und da haben wir es. 3 Jahre kann noch kein Krieg erklärt werden. Okay, das ist in Ordnung. Und jetzt werden wir hier diese Pilgerreise unternehmen. Reise vorbereiten. Da ist es an der Zeit, dass ich auf meine Reise zu einer der heiligen Stätten aufbreche. Aber was ist mein Ziel? Wir könnten nach Jerusalem reisen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Dann die Kirchen von Vatikanstadt. Da waren wir eigentlich schon. Und nach Köln finde ich auch nicht gut. Jetzt gucken wir mal die anderen Orte an. Und jetzt können wir hier Santiago auswählen. Die Pilgerreise nach Santiago. Die Kirchen von Canterbury oder vielleicht ein anderer Ort. Und Santiago, das ist doch hier das, oder? Moment. Hier. Ja. Das sind aber hier nicht die... Moment, gibt es hier denn überhaupt diesen Jakobsweg? Oder gehört das hier mit dazu? Gehört Santiago mit zum Jakobsweg? Weiß ich gar nicht. Ich gucke mal noch die heiligen Städte hier mal an, wie das hier ausgesehen hat. Ja, ich glaube, nur das hier kann man ansteuern und dann wird er halt hier durchwandern, denke ich. Das passt. Und dann wählen wir das einmal aus. Das ist eine lange Pilgerreise. Dann begibt er sich jetzt hier auf diese Reise. Ja, als ich mich auf meine Reise vorbereite, weiß ich, dass mich die himmlische Hand vor allem Unheil beschützen wird. Während ich mit göttlichem Segen losziehe, muss mein Reich warten, ganz gleich, wie lange ich abwesend bin. Zeit für die Abreise. Wie lang braucht unser Bischof ja eigentlich noch für die Bekehrung? 5 Jahre. Wir hatten ja jetzt diesen Bonus, dass das wesentlich schneller geht, aber ja, braucht halt trotzdem seine Zeit. Okay, dieser Aufstand hier, wie sieht das hier eigentlich aus? Kann der das hier niederschlagen? So, jetzt gibt es hier noch ein paar verschiedene Ereignisse. Wir machen hier aber erstmal mit der Pilgerreise weiter. Mit jeder Woche, die vergeht, wird meine Gemeinschaft kleiner. Einige Mitglieder werden übermannt von ihrem Heimweh. Andere finden ein weniger glückliches Ende. Oh, das scheint ja hier wirklich entbehrungsreich zu sein. Am meisten Sorgen macht mir, dass auch meine Leibgarde alarmierend schnell kleiner wird. Allein daran sieht man schon, wie heimtückisch diese Reise sein kann. Okay, ich denke, das hat hier damit zu tun, mit diesen Populisten in diesem Gebiet und dass natürlich hier noch nicht alle bekehrt sind. Und nicht jeder sieht diese Bekehrungsversuche hier natürlich positiv. Das können wir sagen, einige der Einheimischen geben wohl gute Leibgardisten ab, die könnten wir ja anheuern. Fremdländische Garde. Dieser Charakter hat eine Leibgarde aus fernen Landen angeworben. Aber ja, an das Gläubigen vertraut er eigentlich nicht so. Wenn es jetzt nur der Kulturunterschied wäre, ist hier aber nicht näher definiert. Ich brauche nur den Schutz von oben. Okay, also ich denke, durch den kürzlichen Kreuzzug und so weiter hat er schon ein gewisses Selbstbewusstsein. Und ich denke auch nicht, dass seine Garde hier allzu klein ist. Von daher entscheiden wir uns einmal hier für Diplomatie pro Hingabestufe +1 übrigens. Ränkespiel pro Hingabestufe gibt aber -1 und monatliche Frömmigkeit +5. Okay, und der ist ja auch recht gottesfürchtig. Da wählen wir einfach mal das aus. So, jetzt einmal kurz pausieren hier. Vasallen haben sich jetzt hier den Krieg erklärt. Und zwar Graf Philipp von der Grafschaft von Olmedo greift Prinz Louis an. Okay, das Herzogtum von Kastilien, das ist ein Krieg gegen die Tyrannei. Da wollen wir natürlich einmal schauen, ob er sich behaupten kann. Er selber kann ja mittlerweile doch schon einige Mann hier aufbieten. Und die Gegenseite, ja, also das ist hier nun wirklich keine Gefahr. Das können wir getrost einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Das ist die gleiche Nachricht und das eigentlich auch alles hier. Jawohl. Natürlich, wenn er uns irgendwie um Hilfe ersucht, dann müssen wir da helfen. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Das wird er schon niederschlagen können. So, diesen Aufstand. Das werden wir hier einmal beenden.
Und dann werden wir hier einfach mal die Pilgerreise weiter fortsetzen. Ja, und hier wird jetzt dieser Aufstand niedergeschlagen, so wie es aussieht. Weil ich denke, dieser rote Part hier sind ja die Feinde. Ja, und Louis wird jetzt erwachsen. Der hat ja jetzt schon eine Menge Erfahrung gesammelt, was das Führen des eigenen Herzogtums angeht. Und nun, da er erwachsen wird, endet meine Ausbildung von Louis. Lange Zeit hatte ich gehofft, dass es nur einen guten Mentor braucht, um Louis die Feinheiten der Kriegskunst näher zu bringen. Das war einfältig von mir. Er hat nur ein grundlegendes Verständnis des Themas entwickelt. Wenigstens hat er das Wichtigste der Armeeverwaltung erlernt. Ich kann nur hoffen, dass der Rest mit der Erfahrung kommt. Ja, gut, schauen wir mal. Er erhält die Eigenschaft zäher Soldat, selbstsicherer Ritter und flexibler Anführer. Gucken wir ihn uns gleich nochmal genauer an. 16 Jahre jung ist er jetzt hier, selbstsicherer Ritter. Ja, Louis ist mit den traditionellen Kampfgebräuchen der eigenen Kultur vertraut und ist sogar schon in jungen Jahren einige Male gegen aufsässige Bauern im Einsatz gewesen. Ja, das stimmt. Gibt dir Kampfgeschick plus 2 mehr Prestige und Meinung Kulturgeschwister. Gibt's auch noch dazu. Hier haben dann, ja, der gegnerische Defensivvorteil ist dann -50%. Das ist eigentlich auch ganz nett. Und ja, jetzt 14er Kriegsführungswert. Und wie gesagt, er ist ja noch jung, da kann einiges dazukommen. Interessant war bei ihm ja, dass er Sächsisch als Sprache gelernt hat und dass er selbst auch ein religiöser Eiferer ist, allerdings auch lüstern. Ja, und seine Verlobte hier ist noch nicht erwachsen. Das dauert noch ein bisschen, ehe sie dann selber an Nachwuchs denken können. Okay, wunderbar. Machen wir mal weiter. Und das wurde hier jetzt wohl niedergeschlagen. Und das sieht ja so aus, als wäre das zu unseren Gunsten entschieden worden. Oder zu den Gunsten, ja, der unserer Vasallen. Okay, endlich bin ich hier mit Leib und Seele am großen Gotteshaus von Santiago. Als der Bischof mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten. Zu diesem Augenblick. Ja, ich habe den heiligen Pfad beschritten. Und was erhalten wir hier? Oh, wir erhalten tatsächlich hier ein Artefakt. Die Kniescheibe von St. Katharina. Was ist denn das? Gewöhnlich steht hier. Wohl nicht allzu bedeutsam. Die angeblichen Überreste eines christlichen Heiligen, beschafft von König Louis von Frankreicher Pilgerreise nach Santiago. Katholiken verehren die Reliquie als Glücksbringer und Zeichen der Frömmigkeit. Okay, da das jetzt, wir nehmen das halt bei uns mit auf, aber wir werden es jetzt nicht irgendwie ausstellen. Ist halt nur ein einfacher Gegenstand, ja. Okay, wir halten weiterhin Frömmigkeit. Und jetzt kehren wir dann eigentlich schon wieder heim. Und das nächste, was wir hier natürlich vorhaben, ist, dass wir hier dieses letzte Herzogtum erobern. Es gibt aber noch ein Ereignis am Königshof, wie es aussieht. Ne, hier steht Hofartefakte sind neu und das war halt dieser Knochen. Wobei wir haben hier ja noch andere Gegenstände, die einfach so ausgestellt sind. Die sind aber zum Teil wirklich berühmt. Ein Stück vom wahren Kreuz. Okay, da würde ich aber sagen, das ist ein bisschen bedeutsamer als dieser Knochen. Daher werden wir das jetzt einfach mal so ignorieren. Und so hinnehmen. Jetzt ist die Frage, wir haben hier ganz schön viel Gold angehäuft. Werden wir das irgendwie noch investieren? Wir gucken mal zu unserem Heer. Oh, wir sind noch gar nicht zurückgekehrt. Jetzt kehren wir zurück. Ja, und wir haben die Reise eines Frommen gemacht. Und die ganzen Bischöfe bestehen darauf, dass etwas an mir anders sei. Ob ich das nun selbst erkenne oder eben nicht. Ja, und es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Wunderbar. Wir blicken aber mal hier auf unsere Frau. Ich habe immer so einen Verdacht, dass sie irgendwie nochmal schwanger ist und ich das übersehen habe. War ja, Moment mal, mit 44 war sie nochmal schwanger oder sowas in der Art, ne? Von daher, ich weiß gar nicht, ob es da eine Begrenzung gibt, ab wann man gar nicht mehr schwanger werden kann. Ja. Na gut. Was ist das hier? An den wunderbaren König Louis. Wer meldet sich denn hier? Gräfin Gisela von Cambrai. Okay. Das scheint hier ein Liebesbrief oder sowas in der Art zu sein. Eure breiten Schultern sind wie das funkelnde Meer. Das ist aber auch ein Vergleich. Es wäre ein Segen für mich zu spüren, wie eure Lippen die meinen berühren, damit ich endlich die Tiefe eurer Liebe ergründen kann. Wir beide für immer vereint. Diese Zeilen sind nur ein schwacher Ausdruck meiner Gefühle für euch. Ich werde alles tun,
um meine ergebene Zuneigung zu beweisen. Und als keuscher, religiöser Eiferer mögen wir sowas natürlich überhaupt gar nicht. Und Graf Reinhold, stammt sie irgendwie aus Lothringen oder sowas in der Art? Nee, lasst auf der Stelle von diesem törichten Vorhaben ab. Wir beenden hier dieses Komplott gegen uns. Jetzt gibt es hier noch eine Nachricht. Jetzt können wir Hof halten. Ja, das können wir jetzt durchaus mal machen. Wir sind zurückgekehrt von unserer Pilgerreise und jetzt müssen wir uns hier auch mal wieder unseren Amtstätigkeiten widmen. Er gibt dem Ersten in der Reihe bitte ein Zeichen, sich zu nähern. Und sie treten heran. Mein Fürst, das ist ungeheuerlich, sagt Bürgermeisterin Stephanie, während sie vor meinem Thron steht. Mein armer Sohn Frederik ist tot und seine Leiche wurde von jenem Unhold geschändet, der euer Hofarzt ist. Menendo. Dieses abscheuliche Monster hat sich an der Leiche zu schaffen gemacht und sie benutzt, um sein obskures Wissen zu praktizieren. Dies hat den Leichnam entstellt und verunstaltet zurückgelassen. Bitte, er darf nicht ungestraft davonkommen. Natürlich sieht Memendo in diesen Anschuldigungen entsprechend beleidigt aus. Ich habe keine Ahnung, wovon diese Frau spricht, mein Fürst. Oh, das ist natürlich so eine Sache. Wir haben schon mal einen Arzt entlassen. Und ich glaube sogar im Kerker dann, nicht hingerichtet, aber dort verrotten lassen. Weil das natürlich überhaupt nicht geht, Leichenschändung. Und ja, unser neuer Arzt, der gehört einer ganz anderen Kultur an. Der ist jetzt erst kürzlich katholisch geworden. Und jetzt sind wir vielleicht schon ein bisschen misstrauisch. Aber er sagt natürlich, er war es nicht. Wem glauben wir jetzt? Wir rechnen es ihm natürlich hoch an, dass er uns geheilt hat. Aber ja, wir würden natürlich jetzt gern die Wahrheit herausfinden. Jetzt können wir sagen, Verleumdung, ich vertraue Menendo. Und ich glaube, dass wir mittlerweile, wir sind noch nicht so lange zusammen, haben keine so innige Beziehung, dass wir ihm jetzt bedingungslos vertrauen. Also ich glaube, das ist nicht der Fall. Ein Sakrileg, Wachen, verhaftet Memendo. Könnten wir machen, aber die Sache ist, wir wissen es ja eigentlich nicht. Wer sagt die Wahrheit? Eine Ränkespiel-Herausforderung. Und jetzt könnten wir herausfinden, ob Stephanie lügt, bezahlt 50 Gold an Menendo. Oder ihr könnt nicht herausfinden, wer lügt. Oder Menendo lügt halt. Ja, oder na und? Nee, egal ist es uns nicht. Wir würden schon gern die Wahrheit herausfinden. Hier sehen wir jetzt natürlich die Chancen. Und dass das nicht klappt, wir finden das nicht heraus und wir erhalten dadurch natürlich auch Anspannung, weil wir im Unklaren darüber sind, ob das jetzt stattgefunden hat oder nicht. Und was gibt es hier schon Schlimmeres, als dass man seinem Arzt nicht vertrauen kann? Ja, wir wählen das hier aber aus und erhalten halt die Anspannung. Und verlieren auch noch ein bisschen Prestige. Okay. Ein dünner, zerlumpter Bauer steht vor mir und starrt auf die Opulenz meines Thronsaals, der offensichtlich abgelenkt ist. Rufe ich nach ihm, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Oh, verzeiht, mein Fürst, mein Dorf in Vermandois wurde dieses Jahr von der Braunfäule heimgesucht. Wir haben nicht nur unsere Ernte verloren, sondern auch unser Saatgut. Wir haben nichts mehr und werden ohne Hilfe verhungern. Er blickt sich erneut in meinem Thronsaal um und fügt hinzu, ihr habt doch sicher einige Reichtümer zu entbehren. Ja, ich meine, der ist natürlich hier recht prachtvoll, dieser Hof, und strotzt schon vor finanzieller Kraft. Ich drück's mal so aus. Ihr erhaltet die Mittel, die ihr für einen Wiederaufbau benötigt. Und ich hätte jetzt hier auch gesagt, dass das vor allem von der Höhe der Mittel auch abhängt. Und die 150, das ist ja nun wirklich zu entbehren. Und es gibt dann hier erfreute Bauern. Ja, steht wieder da, eigenwillig, wenig Achtung vor anderen, bedeutet aber natürlich nicht, dass er seinem Volk nicht auch helfen kann. Euer Dienst wird eure Schuld begleichen. Wäre natürlich eine Möglichkeit hier, dass wir das hier machen könnten. Dass er für uns dann arbeiten muss, aber er arbeitet ja eigentlich schon in seiner Grafschaft hier, in seinem Dorf. Wenn die Felder unfruchtbar sind, sollte man zum Schwert greifen. Nee, ich denke, dann nehmen wir hier schon die erste Möglichkeit. Wunderbar. Wer kommt jetzt? Mein Fürst, ich bedauere euch mitteilen zu müssen, dass die religiöse Situation in meinen Ländereien völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Oh, da werden wir natürlich hellhörig. Wer ist das hier überhaupt? Es meldet sich Herzog Raimond von Sevilla, unser Ratsmarschall und Rivale.
Ey, aus dem Ruder gelaufen ist? Wieso? Ich habe versucht, meine Untertanen dazu zu bringen, die Herrlichkeit unseres wahren Glaubens zu sehen. Doch zu viele von ihnen verharren in ihrem falschen Glauben. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ich bitte euch, eure Autorität und eure Macht zu nutzen, um mir zu helfen. Mein Fürst, wenn ich darf, wirft mein Erzbischof Jordan ein. Vielleicht könnten sie überzeugt werden, wenn wir den richtigen Gläubigen ein paar Almosen geben. Almosen? Jordan sorgt für einige örtliche Almosen. Ich meine, wenn es zum Ziel führt, hier gibt es jetzt eine bessere Volksmeinung. Und immerhin ist das hier der Vorschlag von Jordan. Das klingt nach eurem Ärgernis, nicht nach meinem. Ich hätte hier gern eine dritte Möglichkeit, ihm anderweitig auszuhelfen, indem wir halt irgendwie die Bekehrung des einen Gebietes auf dieses Gebiet verlagern. Wenn wir hier aber natürlich nur diese beiden Optionen haben, dann werden wir, denke ich, ein paar Almosen verteilen. Es ist ja für den Zweck, die Leute da zu dem wahren Glauben zu bekehren. Von daher, ja, werden wir hier das Geld auch dafür nutzen. Okay, wunderbar. Machen wir das einfach mal. Und als der letzte Bittsteller den Raum verlässt, folgen ihm verschiedene Höflinge, die wieder ihren Aufgaben nachgehen müssen. Ja, unsere Aufgabe hier ist einmal erledigt. Okay, wir schauen mal in das Gebiet. Ich glaube, hier sind sie ja auch nicht katholisch, ne? Nee, das ist nicht der Fall. Oder? Doch, ist doch hier katholisches Gebiet. Was hat er denn? Vielleicht sind da aber einige ein bisschen aufmüpfig. Wobei, er herrscht dann noch woanders. Stimmt ja. Er hat hier unten ja noch Besitztümer und da sieht es natürlich anders aus. Okay, da könnten wir natürlich dafür sorgen, dass wenn hier diese Bekehrung abgeschlossen ist, dass wir hier mal mehr gen Süden blicken. Okay, wunderbar. Dann denke ich, ist das hier erstmal ein ganz guter Abschluss. Wie lange dauert jetzt hier noch dieser Waffenstillstand an? Der König kann es ja kaum erwarten. Ja, immer noch 3 Jahre. Naja, eventuell legt sich unser Ratskanzler ja nochmal ins Zeug und wir können hier eher diesen Krieg vom Zaun brechen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.